Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind im Quest die Neumondbelagerung immer noch und wir sollen Anella zum Ausgang eskortieren und raus aus diesen Flüsterfinsterhöhlen, was auch immer. Und das machen wir jetzt mal. Wir folgen ihr aus dem Ausgang. Zuletzt bin ich hier das Stück zurückgelaufen und ja, damit wir den Quest beenden können, damit wir uns zu den nächsten aufmachen können. Ein paar Dinge gibt es ja immer noch zu tun hier in Amalur und diesen Dingen wollen wir uns widmen. So, wo ist die denn? Ach, die ist jetzt wieder da oben. Wo natürlich auch wieder neue Gegner sind. Die hatten wir eigentlich alle schon. Die hatten wir alle schon fertig gemacht. Das war's. Schon wieder mal mit euch. Haben wir denn hier irgendwas, was man mal schön einsammeln könnte? Nö, nichts, also jedenfalls nichts Tolles. Dann gehen wir mal runter. Müssen wir so weit laufen zu ihr? War das so weit weg? Nö, das ist doch da oben, oder nicht? Ja, da oben. Da brauchen wir keine Schnellreise benutzen. Achso. Ich dachte schon, das wäre ein Feind. Nix, nix. Was war das? Weichkrabbelpulver brauchen wir nicht. Hallo, Freunde. So, da ist sie. Hallo? Ihr habt die Waffenschmiedin gefunden? Lebend? Ich muss zugeben, ich bin schockiert. Und sie bringt mächtige Magie mit? So eine Hilfe ist uns mehr als willkommen. Und sie kommt zur rechten Zeit. Die Tuata mal wieder. Sich. Wie oft haben wir die jetzt schon besiegt? Drehen an Scylla. Er ist ein aufgeblasener Mistkerl und sogar noch selbstverliebter als dieser Knappe des Stolzes da drüben. An Scylla hatte den Befehl, seine Männer als Verstärkung ins Neumondlager zu bringen, aber er ist nicht aufgetaucht. Hm. Wer ist Gefreiter Ilva? Es ist erfrischend, jemandem zu begegnen, der das, was er tut, wirklich liebt. Ich habe gehört, er sei irgendwann mal befördert worden, habe dann aber eine Möglichkeit gefunden, sich wieder degradieren zu lassen. Wie auch immer, Ilva ist ein guter Mann und außerdem ein Händler. Fragt ihn einfach, wenn ihr etwas kaufen okay, möchtet. Okay, machen wir. Wiedersehen. Dann haben wir das ja jetzt geschafft, aber jetzt kommen die Tuata-Typen schon wieder. Dir mal mithelfen und nicht so doof da rumstehen. Das war gute Arbeit da draußen. Euer Leben gehört mir. Nee, dein Leben gehört uns. Noch einer? Nö. Okay. Noch mehr. Noch mehr Tuata und noch mehr. Das nehme ich auch mal alles mit. Das sieht gut aus. Ja, ja, das nehme ich auch. Haltet die Augen auf. Selber, selber. Da sind noch mehr, ne? Die lassen aber auch nie locker. Ja, endlich. So, geht's allen wieder gut? Und hi. Hallo. Dank euch haben wir tatsächlich die Chance zu überleben, bis Verstärkung eintrifft. Ich hoffe nur, unseren Truppen im Schattenpass ergeht es ebenso gut. Okay, was kann ich sonst noch tun? Ihr könntet die Söldner zurückbringen. Wir haben sie angeheuert, als die Verstärkung nicht kam, aber sie haben uns im Stich gelassen. Wir brauchen sie, wenn wir noch länger aushalten wollen. Seid ihr dieser Aufgabe gewachsen? Ja, ich denke schon. Warum sind sie gegangen? Wir konnten uns ihren Sold nicht mehr leisten, ganz einfach. Ihr habt Söldner erwähnt, ja. Sie wollten desertieren, sind aber nicht weit gekommen, weil die Tuata sie zurückgedrängt haben. Sie haben dann auf dem Überhang ein Lager aufgeschlagen. Ihr müsstet mit ihrem Anführer sprechen, Gorim Kane. Geht klar, wo sind die Söldner?
Sie haben auf der Landbrücke im Süden ein provisorisches Lager aufgeschlagen und wollen Alabastra in Kürze verlassen. Okay. Wiedersehen. Dann sollte ich da mal hingehen und die Söldner finden. Dass es jetzt hier gerade noch weitergeht mit dem Quest, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ist ja auch irgendwie ganz nice. So, wo geht's lang? Hoffentlich kommen die nicht alle hinterher. Hab ich gar keine Lust zu. Kann ich hier überhaupt lang? Oh. Also hier war es nicht. Aber irgendwo... Ja, wo auf der anderen Seite oder wo? Oder wie oder was oder wer? Ich bin hier irgendwie so voll richtig, aber voll auf der anderen Seite? Oder ist das da unten oder... Oder wie? Hm, bin ich verwirrt. Wo soll ich denn hin? Hm? Muss ich vielleicht einfach nur nach oben... Oder so. Oder so, oder so. Hm. Ich weiß nicht, wo ich langlaufe gerade. Das ist voll verwirrend. Hä? Ach ja, es war ja klar. Die wenigstens mal aus dem Weg. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Trotzdem. Trotz dessen weiß ich nicht, wo lang. Warte mal. Muss ich mal nochmal... Sich die Söldner bereit erklären, zu Kanne zurückzunehmen, müsste ihre Streitmacht stark genug sein, weiteren Angriff zurückzuschlagen. Ich werde mich auf die Suche nach den Söldnern begeben, um sie um Hilfe bitten. Die sind bestimmt... Vielleicht sind die echt da unten irgendwo. Dass ich die deswegen nicht sehe. Wo komme ich denn da jetzt hin? Wie verwirrt. Wo komme ich denn da jetzt hin? Kommt man da runter? Vielleicht erstmal den Weg entlang laufen? Also ich glaube, ich muss mehr auf die Straße, ne? Vielleicht hier an der Straße entlang. Das wäre doch mal ein Plan. So, jetzt lass mich mal in Ruhe hier entlang laufen. Und dann gehe ich hier in diesen Weg rein. Dann ist es vielleicht nicht... Dann ist es vielleicht nicht unten, sondern doch oben. Ja, hier werden die sein. Ja, klar. Oh, die kennen wir ja auch schon. Ach, die sind das. Ach so. Tja, na gut. Hier, hey, hey. Ich habe tagelang gekämpft, aber ich brauche auch das Gold. Ich brauche keine Versprengten, die mich anbetteln. Ich habe nichts und würde auch andernfalls nichts hergeben. Verdammte Schmarotzer. Hochfulgen ist kein Ort für jemanden wie euch. Das Neumondlager braucht euch. Hört zu, ich kämpfe hart für mein Geld. Und wenn ich nicht ordnungsgemäß bezahlt werde, suche ich mir eine andere Anstellung. Wenn das Neumondlager unsere Hilfe will, sollen sie entweder bezahlen oder uns helfen, über den Pass zu kommen. Ich habe so das Gefühl, dass die Alpha vor uns genügend Arbeit und Geld haben. Wenn ihr die Tuata-Wachtürme zwischen hier und dem Schattenpass ausschaltet, können wir Hauptmann Kanven noch ein wenig unserer Zeit widmen. Was haltet ihr davon? Wieso kommt ihr nicht einfach mit? Weil ich ohne Bezahlung keinen Finger rühre.
Ohne Auftrag bin ich nur ein normaler Soldat, der auf seinen Tod wartet. An euren Händen klebt Blut. Wir versuchen es mal. Netter Versuch, an meine Großzügigkeit zu appellieren. Dummerweise habe ich sowas gar nicht. Ja, was muss ich tun? Meine Leute könnten sich problemlos durch einen Haufen Tuata schlagen, um zum Schattenpass zu gelangen, wenn da nicht diese Wachtürme wären, die uns beschießen. Wenn ihr wollt, dass wir etwas mehr Zeit im Neumondlager verbringen, brennt ihr diese Türme für uns nieder. Ihr bekommt dazu sogar den Rest unseres Feuers. Oh, das klingt aber nach irgendwie einem interessanten Quest, muss ich sagen. Was soll ich machen? Ihr habt doch schon mal ein Lagerfeuer entzündet, oder? Steckt den Zunder in Brand und überlasst den Rest der Natur. Die Türme säumen den Pass hinter euch. Okay. Willst du noch mal was über dich sagen? Ach nee, das bist du ja gar nicht. Wo bist du denn? Da bist du. Die ersten paar Jahre des Kristallkriegs habe ich als Soldat verbracht. Aber die Bezahlung war schlecht und ich dachte, ich könnte bestimmt mehr rausholen. Verurteilt mich ruhig, wenn ihr wollt, aber ich bin noch am Leben, nicht wahr? Gut. Wiedersehen. Wir probieren es mal einfach. Ich finde den Quest eigentlich ganz interessant. Mal abgesehen davon, dass Geld geben schnell geht, aber so eine Türme jetzt in Brand zu setzen, hatten wir auch noch nicht. Und mich nerven die Tuata ja eh. Der andere da gerade noch so weggelaufen ist, so komisch. Das habe ich ja auch noch nie beobachtet irgendwie. So, wie geht das jetzt hier? So, das brennt. Da brauchen wir jetzt also nicht viel machen, außer hinlaufen. Alles klar. So, sammeln wir auch noch einen. Dann ist hier jetzt der nächste Turm dran. Höhö. Hi. Turm Nummer 2. Brennt. Sehr schön. Sie haben, wie es hieß, ja auch ihr Feuer verloren. So hieß es ja von Agath damals, als wir unseren Endkampf geschafft haben. Und ich stelle mir das halt auch immer jetzt so vor. Warte, eigentlich. Ja, da wäre ich mal lieber rangeschlichen. Schön, wie er so auch noch schön in diese Giftlache reingelaufen ist. Auch sehr, sehr praktisch, dass das automatisch mittlerweile bei mir passiert beim Kämpfen. So, die brennen alle. Der sollte sich jetzt eigentlich freuen können. Auch ohne das Geld hat er jetzt ganz gute Chancen. Da kann man nichts sagen. Lauf ich wieder falsch? Sag mal. Ich laufe wieder falsch, ne? Muss mich hier oben wieder langlaufen. Wieder den doofen Weg zurück. Leider. Voll nichts mehr los hier in Amalur. Naja, doch. Ein bisschen schon noch. Ein paar Sachen haben wir schon noch zu tun. Aber wir sind die Heldin von Mel Sinchir. Aber wir haben auch einige Verluste in diesem Spiel gehabt. Ist auch schade. Viele sind gestorben. Viele hätte ich gerne besser beschützt. Hallo, ich habe so etwas Schönes noch nie gesehen. Das müsste reichen, um sie zum Schattenpass zurückzutreiben. Damit habt ihr euch eine Weile unserer Mitarbeit versichert. Und wenn das alles vorbei ist, solltet ihr in Erwägung ziehen, euch uns anzuschließen. Eher nicht. Möchtest du noch was zum Neumondlager sagen?
Dieses Lager kann sich glücklich schätzen, die Söldner zu haben. Und vielleicht werden durch diese glückliche Fügung auch unsere Börsen ein wenig schwerer. Wiedersehen. Ciao. So, jetzt gehen wir mal zu ihr zurück. Oder beziehungsweise laufen mit den anderen mit, weil die bringen wir da jetzt alle schön hin. Da werden die sich mega freuen, glaube ich. Laufen die denn hier so am Rand lang? Hier ist doch keiner. Okay, der schnellere Weg. Schnell um die Ecke. Hi. Hallo. Ich bin bei euch. Ich komme mit euch. Ich finde das toll, mit anderen zusammenzulaufen. Hey. Hey. Wieso lauft ihr hier lang? Geht das schneller? Ja. Guckt mal, wen ich mitgebracht habt. Hey, hey, Leute, guckt mal. La, 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 la. Juhu. Bleiben die da jetzt stehen oder kommen die alle mit? Nee, die kommen alle mit hier hin. Cool. Cool, ne? Hihi. Danke, dass ihr das Neumondlager wiederhergestellt und uns geholfen habt, die Tuata zurückzuschlagen. Nun liegt noch eine letzte Herausforderung noch vor was? Uns. Ich bin keine große Anführerin. Ich kann meinen Soldaten nicht die Inspiration vermitteln, die sie brauchen. Aber die Belagerungsbrecherin kann es. Sprecht zu ihnen, motiviert sie zu Großtaten, dann überleben wir das alles vielleicht. Ach kommt, ihr habt eine Rede erwähnt? Ja, wenn ihr zu den Truppen sprechen könntet, würde es das Feuer wieder entfachen, das tief in ihren Herzen immer noch brennt. Sie vertrauen euch, Heldin. Führt sie ah, an. Okay. Wiedersehen. Ist ja gut, ich mach alles hier. Muss ich ja. Gut. Wie geht es euch? Ja, ich... Geht los jetzt. Belagerungsbrecherin und so. Meine Liebsten zu Hause werden mir niemals... Aha. So, geht los jetzt. Ich stelle mich hier oben hin und dann zähle ich euch ein. Heute wird abgerechnet. Dies ist unsere Schicksalsstunde. Ich klatsche schon. Hab ich noch gar nicht gesagt. Dies ist unsere Schicksalsstunde. Heute wird abgerechnet. Wenige von uns werden überleben. Nein, natürlich schaffen wir das. Heute wird abgerechnet. Yeah! Guck mal, die da unten sieht aus wie wir selber. Die sieht echt aus wie wir. Wie komisch. Und das Böse erhebt sich. Aber das ist nicht gut. Und das Dunkel ist stark. Und wir sind so wenige. Nein, und das Böse erhebt sich. Aber wir sind zum Siegen verdammt. Wir werden kämpfen und sterben. Wir sind zum Siegen verdammt. Wir kämpfen für Kanvin. Heute vernichten wir den Schatten. Ab heute gehört uns unser Schicksal uns. Ab heute gehört unser Schicksal uns, oder? Kämpfe für Kanvin? Wir kämpfen für Kanvin. So, jetzt habe ich die voll motiviert hier. Hauptmann Kanvin, geht los. Die Runde geht auf dich. Hi. Hallo? Ich habe gern für Hauptmann Kanvin gekämpft. Ich muss mal hier ein bisschen kämpfen, ne? Schön, euch zu sehen. Inventar ist voll. Ich kann euch nicht genug danken. Mögen eure Reisen sicher sein. Und vergesst nicht, im Neumondlager trefft ihr immer auf Freunde. Cool, ey. Voll geschafft und so. Den Pass zwischen Chlurikon und Alabastra zu sichern, hat mehr Leben gefordert, als ich wahrhaben möchte. Jetzt, wo es den Alpha gehört, haben wir auch vor, es zu halten. Das Neumondlager ist die strategisch wichtigste Position in diesem Tal. Wenn es fällt, gehen auch wir unter. Naja, haben wir ja geschafft jetzt. Ihr seid in unserem Lager stets ja, willkommen. Ist das nicht toll? So, ja, mein Inventar ist voll, okay. Aber Gold ist ja, geht ja immer, ne? Dann kann man das ja schon mal einsammeln. Hi. Hallo? Euch geht's allen gut jetzt aber, ne? Oh, Helm des Zorns. Oh, Moment, ich muss mal echt ein bisschen Platz, glaube ich, schaffen. Ja, und immer dieses Weichkrabbelpulver. Ach ja, schön. Schön, dass jetzt hier so viele sind und dass es allen gut geht. Lass mich mal gucken, was wir jetzt hier haben. Können wir bestimmt auch wieder was aussortieren.
Ich weiß halt nicht, ob wir diese Stäbe jetzt irgendwie noch brauchen, weil die irgendwie wichtig sind oder so. Das verwirrt mich immer ein bisschen. Da weiß ich auch nicht, welche ich behalten soll. Vielleicht dann doch nochmal an die Rüstung. Da kann ich es besser entscheiden. So, Beinpanzer. 114, 86, ne. Nee. Nee, eigentlich nee. Da ist die Macht so. Das wäre besser als nie, aber wir haben nicht so viel Macht. Was ist mit denen? Wenn wir erstmal die anziehen, können wir uns, glaube ich, leisten, ne? Und dann packen wir da noch ein paar schöne Gemmen rein oder so. Ja, wir sehen ja sowieso irgendwie sehr durchgemuschelt aus, was unsere Rüstungssachen angeht. Was ist hier mit Schilden, genau? Da ist 60 Leben drauf, 79. Dann packe ich das mal weg. So, und das Haus der Balladending lasse ich aber mal. Plunder. So, schon mal zwei Sachen weggepackt. Aha. Hab ich. Die wollte ich gar nicht einsammeln. War nicht so wichtig wie die anderen Sachen eigentlich. Dülülülü. Ja, war klar. Und da ist das Weichkrabbelpulver, ich weiß. Helm des Zorns haben wir hier auch. 110, 101. Helm des Zorns. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Hat sogar 20% Schaden noch dazu. Ja, und die Sachen halt, ne? Ja, ich müsste mal wieder ein paar Sachen in meine Truhe packen. Das werde ich jetzt, glaube ich, auch mal tun. Weil, ja, und mal gucken, was ich da noch so habe und so. Und dann kümmern wir uns um den nächsten Quest. Den suche ich dann am Anfang des nächsten Parts aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und es geht dann weiter mit Kingdoms of Amalur bis zum bitteren Ende. Bis dann. Das war gute Arbeit da draußen.